Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Codename Steam. Steam. Wir sind, ja, in Ost gelandet. Eine ganz, ja, komische Storywendung auf jeden Fall, hätte ich nicht mit gerechnet. Wir sind auf jeden Fall im Kapitel Smaragdensturm in der Smaragdenstadt. Kämpfen sie sich in zwei Sektoren durch die feindlichen Linien, doch seien sie auf der Hut. Hier lauern Aliens, die sich so tarnen können, dass sie für das menschliche Auge unsichtbar sind. Wow, okay, das wird mies. Das wird richtig mies. Wir schnappen uns diesmal Henry, wir schnappen uns John, wir schnappen uns wieder den guten Löwe und wir müssen diesmal ja auch die Gute hier mitnehmen, einfach damit wir sie mal gesehen haben. Hätten wir nämlich jeden Codename-Steam-Mitglied, jedes Codename-Steam-Mitglied mal gehabt. Du brauchst noch eine Sekundärwaffe. Wie wär's mit einem normalen Schuss? Kann man, glaube ich, mit leben. Und auf geht's. Okay, wir müssen sie instant killen, sobald wir sie sehen. Oh, und da hinten ist wieder so ein Kackviech. Können wir aber theoretisch mit Löwe drüber springen? Oh, da ist noch so ein Kackviech. Das wird schwierig. Zwei Zahnräder hat man schon gesehen. Das wird echt schwierig jetzt gerade. Wie machen wir das am besten? Wie laufen wir das hier hin? Schnappen wir uns das Ding. Oh fuck, hält der viel aus! Warum hält der denn so viel aus? Okay, Verteidigung ist durchbrochen. Das heißt, ich könnte jetzt kritische Treffer machen, wenn ich vernünftig treffen würde, jawohl. Löwe kann ihn dann schon theoretisch erledigen. So. Wunderbar, wir müssen gleich da durch. Ich denke mal dahin. Wir können zur nächsten Runde zumindest erstmal keine treffen. Oh, Moment, ich sehe ihn. Zu spät. Kacke, jetzt können wir nichts mehr machen. Du fehlst noch. Ich würde dich gerne mit Löwe mitschicken. Also können wir theoretisch bis hier hingehen. Das ist eine Spezialfähigkeit. Silberflitzer. Brause durch Feinde und Hindernisse hindurch. Okay, das ist quasi die Spezialfähigkeit von Lucina, die wir nie eingesetzt haben. Das heißt, die Amiibos haben eigentlich halt immer einen Nahkampfangriff und halt Attacken, die man schon von anderen Gegnern im Spiel kennt. Okay, das wird schwierig, das Viech da hinten zu besiegen und gleichzeitig von den Augen nicht erwischt zu werden. Ich glaube schon fast, ich brauche den hier. Sonst wird es zu schwer. Also weg und dann außer Reichweite. Geht's mehr. Ja, diesmal leider keine Überdachung. Die man sich diesmal stellen könnte. Boah, gerade so außer Radio, sehr schön. Dann müssen wir hier auch noch außer Reichweite. Nein! Das Viech hat uns in Reichweite zurückgeschossen. Und ich komme mit ihr deswegen nicht vorbei. Okay, er hat es jetzt also perfekt geschafft. Oh. Alter, okay, soll ich das machen? Wie kostet das? 100. Damit könnte ich immer einen Löwe retten, ne? Ich meine, das Löwe stirbt, also komm. Speichern alle aufladen. Puh. Au, wow. Okay, ich dachte eben schon, hey, das ist ja perfekt, damit kann ich mehr töten, aber nein.
Aber immerhin kann ich damit jetzt so laufen. Da brauche ich irgendwas Unsichtbares. Dann möchte ich deshalb eigentlich nicht hin. Das, die Frage ist aber nach wie vor, ist das jetzt Dingens? Das reicht nicht, um zum Zahnrad zu kommen. Das heißt, hier ist keine Überdachung, unter die ich mich stellen kann. Die sollten also außer Reichweite bleiben. So. Das ist die falsche Richtung. Wir müssen da lang. Dann ist halt die Frage, wo lang? Wo ist das verkackte letzte Zahnrad? Zwei haben wir ja schon gesehen. Versuche ich mir da oben ja auch gerade zu erschleichen irgendwie. Kann natürlich sein, dass ich auch bei dem unsichtbaren Viech da vorbei muss. Erstmal bist du dran. Das reicht bis zum Zahnrad und bis zur Münze. Aber gerade so nicht bis zu dem Zahnrad. Wie viel fehlen mir da? Zwei? Und es passen noch zwei in unserem Steam-Tank, richtig? An Alien! Do you see it? Eventuell? I see an enemy. Warte ich dann einfach hier? Bis ich die beiden Steam kriege? Mach mit dir so lange nichts anderes, außer einmal da drauf zu springen. So, schön Damage gemacht. Dann nochmal da drauf zu springen. Nochmal schön Damage machen. Und dann... So. Reicht gerade so nicht. Toll. Die Frage bleibt aber trotzdem. Wo ist das letzte Zahnrad? Oh, hier ist der. Ich weiß nur, was unten ist. Now that is a whole lot of oak. Hier ist ein unsichtbares Ding. Was ist da drin? Eine ganze Menge Steam. Okay, Henry. Wir gehen unten lang. Spotted one. Ich brauche das, glaube ich, schon. Kann ich dich zumindest, dann kann ich dich zumindest heilen, auch wenn du keinen Schaden genommen hast. Und dann da drauf ballern. So, mit allem, was ich habe. So. So. Und so. Dann beenden. Enemy's turn. Aber ich sollte die jetzt eigentlich alle platt kriegen. Oh, Dorothy kriegt jetzt Besuch, das wäre nicht so toll. So, jetzt haben wir zwei Steam mehr, das sollte reichen. This is Henry. I've got a contact. Moment, die versperren jetzt den Weg? Das Ding. Okay, wir haben Zahnrad Nummer 3 dann auch. Oh, would you look at that? Oh gosh, Alien! Oh my, I see one! Die Frage ist nur, ist da hinten was versteckt oder nicht? Ich geh mal hier um die Ecke und hoffe, dass es keiner sieht. Mit dir hier eigentlich da oben mal kurz hinschauen. Sieht man was? Man sieht nichts. Das darf auch nichts zu bedeuten. Weil man nichts sieht. Nein! Wehe. Okay, wir sind noch einsatzfähig. Stirb, das reicht nicht! Das kann echt nicht wahr sein.
is a whole lot of ugly. Nein, 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 nein. Okay. Dann wird's hier persönlich, ja? Gotcha. Nein. So, ich muss aus dem Blickfeld von denen. Und hier muss ich auch aus dem Blickfeld von denen. Ich kann gerade nichts anderes machen, außer dich zu heilen. That hit the spot. Habe ich eventuell genug Geld, um... Ich fehlen noch 15, aber ich kann es eventuell gleich machen. Falls es noch mal ganz schief gehen sollte. Brauche ich noch 15 Gold, das werde ich irgendwie zusammenkriegen. So, Löwe ist tot. Können wir aber gleich wieder beleben. Also die Dinger da sollten jetzt gleich zerbrechen. Die Augen. Weil keiner in Reichweite ist. Ist es so? Es ist so. Okay, schnell wir. Spotted one. Ich möchte ja nur wissen, wo das hier hinführt. Okay, eventuell irgendwo. Zahnrad ist oder eher nicht. Wehe, ich bin betäubt. Finde ich nicht sehr schön. Dann nimm das. Wunderbar. Nein. Okay. Dann nimm das. Und dann nimm das. Gotcha. Puh. Löwe ist außer Gefecht. Nein. Bitte, bitte, bitte lass mich dahin. Nein, der schießt ja! Oh Gott, ich habe ein ganz, ganz großes Problem. Ich habe ein ganz, ganz großes Problem. Nein! Ich wurde einen Schritt vor dem Speicher- und Heilungspunkt erschossen. Und bei Henry ist es genauso. Der Speicher- und Heilungspunkt ist da vorne. Okay, unsere einzige Chance bleibt, dahin zu laufen. Oh, ich war schon zwei Schritte vorm Ziel, dann werde ich noch abgeballert, ne? Das ist unfassbar. Nur weil ich wieder mal das letzte Zahnrad nicht finde. I've got eyes on one. Das ist ja mittlerweile schon zum Standardprogramm geworden hier, dass ich das letzte Zahnrad nicht finde. Alter, das kann echt nicht wahr sein. Darf ich das wieder machen? Wir, ihr versperrt mir jetzt den Weg zurück. Okay, tut ihr nicht. Okay, bis zu dem da vorne komme ich auf keinen Fall. Das ist doch zum Kotzen. Ich kann jetzt wieder nur auf den ballern. Und hoffen, dass ich jetzt mit kritischen Treffern das Ding erledige. Tue ich aber nicht. Kann ich mal kurz gucken, was hier oben ist? Hier ist das letzte Zahnrad. Und hier ist eine Auffüllstation. Wow. Okay, war das knapp. Boah, war das knapp. Gut, dass ich da noch hochgegangen bin. Ich dachte eigentlich, das wäre der andere Weg, um dahin zu kommen, wo ich mit der Kleinen da eben schon war. Ich dachte, das würde mich einfach wieder zu den komischen Sniper-Viechern da bringen. Aber gut, dass ich hier nochmal nachgeguckt habe. Alter Vater, so, hier gibt es nochmal eine Menge Asche. Treffe ich den von hier aus eventuell? Ich treffe den von hier aus sogar. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt der Zug noch nicht mal mehr verschwendet. Wir haben alle Zahnräder, das heißt John. John meine ich schon Henry. Wir müssen nur noch irgendwie ins Ziel kommen. So, Löwe. Du kannst dir da vorne mal helfen.
Zahnrad in der Mitte habe ich auch schon, also kann ich mit dir eigentlich auch hinterher. Wunderbar. Enemy's turn. Ja, könnt ihr mal was machen, bitte? Oh Gott, ich habe kein gutes Gefühl dabei, wenn der Gegnerschütze zu so lange dauert. Wir steigen jetzt von hinten quasi dran, da ist aber noch ein Gegner. Ach, du kannst auch springen? Oh, das war eine ganz scheiße Idee, hier zu springen. Bitte wieder runter. Du kannst genauso wie Tom Sawyer springen, okay. Gut zu wissen. Wie viel kostet das nächste Mal? 300 habe ich sogar zusammen. Werde ich jetzt aber nicht nutzen. John wird auch runterkommen. Wir gehen jetzt als Gruppe gemeinsam da hinten lang. Enemy's turn. Puh. Ja, kann ich jetzt bitte? Jetzt kommen gleich die Augen wieder. Okay. Rüstung zerstört. Ich kann hier stehen bleiben, das Auge sieht mich hier nicht. Also das Viech vernichtet, so. Da ist eins. Wenn ich jetzt zwei Steam mehr hätte, ne? Ich kann ja vielleicht hoffen, dass hier Steam drin ist. Und? Nein, es ist Leben. Schade, schade, schade. Ich brauche zwei Steam mehr, dann könnte ich da hinten reinhüpfen, wir hätten es geschafft. Genau so. Aber so gehe ich hier hin und warte einfach noch einen Zug ab. Du genauso. Du musst jetzt hier erstmal weg. Alles klar. Zug beenden. Das Viech bewegt sich nach wie vor nicht da vorne. Und wenn es sich auch nicht umdreht, glaube ich, es kommt auf uns zu. Das sollte aber trotzdem egal sein. Solange dahinter nicht gleich das nächste kommt, hat Löwe genug Energie, um darüber zu jumpen und Henry und John werden das hier wohl alleine schaffen, das Viech zu besiegen. So. Okay, vielleicht werden sie es auch nicht alleine schaffen, das Viech zu besiegen. In welche Richtung guckt es? Dummerweise genau in unsere. Das heißt, wir müssen Dorothy vorschicken. Beide Schüsse abzufangen. Das Viech wohl geben wird. Mehr schießt du nicht? Alles klar. Dann können wir es jetzt beenden. Yay! Puh. Endlich mal wieder alle Zahnräder gesammelt. Hat ja lange gedauert. So, dich brauchen wir leider gar nicht. Tut mir leid. Du bist ziemlich unnütz. Ich hätte nämlich lieber eine Heilerin mit. Dann schauen wir uns das Ding von innen mal an. Ach du Kacke. Noch zwei von den komischen Viechern da vorne, die Monster erstellen. Besiege alle Gegner! Nö. This is the last compromised sector of the city. Eliminate these aliens and the city will be secure. They know I'm here. Monarchin, nimm das. Wow. Nimm das. Wow. Nimm das. Wow. Nimm das. Red, white, and...
Okay, immerhin. Da ist auch das is Henry. Zahnrad hinter. Das Zahnrad könnte hier wieder ganz nervig werden, die Zahnräder, weil wenn man die Gegner zu schnell besiegt oder so. Das könnte nervig sein. Ich hoffe, hier spawnt zumindest keiner nach. Das könnte das Ganze hier ein bisschen vereinfachen, wenn hier nicht so schnell Leute nachspawnen würden. Deswegen wollte ich jetzt auch die komischen Königinnen da zuerst vernichten. Die Monarchinnen oder wie es heißt. Fuck. Um dafür zu sorgen, dass die halt nicht neue Viecher spawnen. Der Henry ist gleich schon tot. Die Monarchin, die Explosionsviecher normalerweise respawnt, ist schon down. So. So. These guys pack a wallop. Hostile here. They're on to me. Und so. Alles klar. I'm just getting warmed up. Du bist wie Heilung zuständig? That did the trick. Und stirbst jetzt. Ich will noch eine Sache, die ich mich vor dem Sterben bewahren kann. So. That's great. Thanks. Und wieder ein bisschen nach hinten. Du wurdest auch von irgendwas schon getroffen. Was hat dich denn schon so hart, dir denn schon so hart zugesetzt, Löwe? Kommst du noch mal kurz aus dem Weg? Ja, das ist gut. Alter, die Viecher, die werden noch kotzig. Jetzt können uns die Kanonen da oben wieder abschießen und dann bin ich auch mit Löwe down. Boah, die sind unser Tod. Diese unsichtbaren Kackviecher sind unser Tod. Oh, sind die unser Tod. Boah, sind die unser Tod. Die haben jetzt gerade Löwe, Henry und Lily innerhalb von einer Runde fast getötet. Und halten selber so viele aus, dass ich da bestimmt zwei oder drei Runden für brauche, um eins davon zu töten. Dann kommt noch die Monarchin, die durchgehend Explosionsviecher spawnt. Das wird ein Kacklevel. Boah, wird das ein Kacklevel. Dann wird das Löwe tot. Henry fast, Lily fast und John fast. Und wir haben schon zwei von unseren Spezialfähigkeiten verbraucht. Wir werden keins von den Gegnern hier besiegen können. Keinen einzigen. Gotcha. Und der hat jetzt seine Rüstung verloren, das war gut. Einmal hin. Ich kann es eh nur einmal abschießen, also kann ich mich auch gleich so hinstellen. Und so schießen. Thanks for the help. Ja, beenden. Enemy's turn. Okay, die Kanonen sollten jetzt aber eigentlich keinen von uns treffen, oder? Dafür sind wir doch eigentlich zu weit weg. Ist eh egal, sind schon zwei von drei tot und die anderen beiden, die übrig sind, machen am wenigsten Schaden. Wow, ist das eine Kacke. Player's turn. Okay, heilen wir uns nochmal kurz. Und schießen dann mal auf den da. Wie gesagt, die beiden, die noch übrig sind, machen am wenigsten Schaden. So eigentlich nicht. Was ist das für eine Kacke eigentlich? Ich treffe nur, wenn ich auf den Kopf ziele, der das kleinste Ziel ist. Wenn ich auf den Körper ziele, der mega fett ist, treffe ich ihn nicht. Okay, wenn die meinen. This is Henry. I've got a contact.
Auch wenn John jetzt noch leben würde, das wäre so schön. Player's turn. Okay. Wieder auf Heilung wechseln. Solange können wir das Ganze zumindest ein bisschen die Länge zögern. Die Länge zögern vor allem. Das ist super deutsch, was ich hier spreche. Könnt ihr die Länge zögern? Weg! Kackviech. Got an enemy here. Der ist aber zu weit weg, ne? Der ist zu weit weg. Dann bleiben wir so. Enemy's turn. Tracking one now. They know where I am. Great. Aber es schießt nicht. Das ist sehr praktisch. Und endlich hat das Spiel gespawnt. Juhu! Player's turn. Explosionskacke ist gespawnt worden. Endlich! So. Ist der weg? Damit ist der weg. Das finde ich relativ praktisch. Let's do it. Kann ich nicht auf seinen Kopf ziehen, doch jetzt. Hatte ich es doch eben. Das kann nicht wahr sein, dass davon nur einer gesessen hat. Oh Gott. Enemy's turn. Now they know where I am. Okay, wir haben auch bislang erst ein einziges Zahnrad gesehen. Das geht auch besser. What? Der konnte Henry von da aus treffen. Ja, geil. Oh Mann, das spawnt die nächsten Viecher. Geil. Finde ich super. Tracking one now. Player's turn. Hat er sich ernsthaft noch umgedreht gerade? Und jetzt bin ich tot. Jetzt werden uns nämlich beide Kanonen und die beiden Explosionsviecher abschießen und dann ist es vorbei. Enemy's turn. Alien in my sights. Got an enemy here. Okay, das kommt nicht bis zu uns, aber es spawnen die nächsten Explosionsviecher. Okay, mittlerweile habe ich aber auch so viel getötet. Fuck, jetzt brauche ich aber irgendwo Deckung, Mann. Ich muss irgendwo hinkommen, wo ich unsere Freunde wiederbeleben kann. Genug Geld habe ich auf jeden Fall. Aber wenn der jedes Mal diese Viecher auf uns loslässt, komme ich halt auch nicht dazu, nach vorne zu laufen. Okay. Genug Steam zusammenbekommen, um die Kurve rennen zu können. Okay, es guckt nach rechts. Das finde ich gut. Es wird uns also nicht abschießen. Alien in my sights. Got an enemy here. Player's turn. Okay, ich kann jetzt hier lang. I see you there. Oh Gott, nicht betäuben, nicht betäuben, nicht betäuben. Oh mein Gott. What the fuck, ey. Boah. War das wichtig. Boah, war das wichtig. Alter. Ich hab mich schon umfallen sehen. Okay, mit wem fange ich an? So much for stealth. I've been found out. I see the enemy. Okay, ich fange mit dir an, weil ich mit dir auf den schieße. So. Dann kann ich mit dir auf den schießen. Dann wird nämlich so eine Schwachstelle freigelegt. So, dass ich den dann mit Löwe erledigen kann. Und dann werde ich mit dir den ins Gesicht schießen. Und dann nochmal. Dann kann ich den nämlich auch mit Löwe killen.
shot. Wunderbar, dann kann ich hier noch Zahnrad einsammeln. Und mich hier hinter der Ecke verstecken. So. Das war eine gute Runde. Geld mitnehmen. Geld mitnehmen und auf den Weg nach oben. Irgendwer muss rüber auf die andere Seite. Das aber erst beim nächsten Mal. Ich werde mich hier mit hinstellen. Da könnte uns die Kanone erwischen. Also hier hinstellen. Und du kommst mal mit Henry mit. Ich habe das eben schon zu zweit überlebt. Ich könnte jetzt hier einfach nochmal unter Dampf wieder herstellen. Was ist das? Also Löwe und John müssen jetzt genug Dampf zusammensammeln. Also eins von den unsichtbaren Viechern überlebt also noch. Bam! Und da ist wohl auch schon explodiert, wie ich das richtig gesehen habe. Die respawnen doch und es sind sogar die unsichtbaren Viecher. Wie viele denn? Ja, natürlich! Du brauchst mehr als 5 Runden, dann respawn einfach wieder 6. Leck mich am Arsch, okay. Das. Da hinten sehe ich Zahnrad Nummer 2. Okay, aber erstmal müssen die Kanonen ausgeschaltet werden, denke ich. Dafür haben wir hier gerade 2 Experten. Und da ist auch Zahnrad Nummer 3. Wir haben alle Zahnräder entdeckt, wir müssen sie nur rein. Okay, die scheinen es noch nicht bemerkt zu haben. Das finde ich gut. Sie haben uns bemerkt, das finde ich nicht so gut. Oh Gott, die unsichtbaren Viecher von da vorne. Die vier, die werden uns jetzt noch richtig auf den Sack gehen. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. This is Henry. I've got a contact. Aber, und jetzt kommt's. Ich würde sagen, wir schnappen uns das hier und springen dann hier rein. Dann schießt er nämlich schön daneben. Und wir können hier Henry und Co. helfen, und zwar so richtig. Einmal da rein. Fuck, jetzt habe ich nicht mehr genug Energie darauf zu ballern, aber das kann ich ja auch mit dir machen. So. So. Und so. Theoretisch muss ich hier keine Angst vor den Kanonen haben. Weil ich jetzt mit Henry dafür sorgen werde. Dass der da rausgeht. Hoffentlich zumindest. Ich hoffe einfach drauf. Geh dann mit dir hier lang. So, dann wirst du eh nicht von der Kanone getroffen. Damit kann ich den dann auch erledigen. Okay, dann haben alle ihren Zug gemacht. Fuck, ich bringe sie ganz zu zweit auf die Kanone. Okay, das ist interessant. Geht immer weiter nach vorn. Oh oh. Oh oh. Fuck, fuck, jetzt ist schon was tot. Okay, an das Viech ranzukommen ist schlimmer als erwartet. Okay, Henry. Bitte versag jetzt nicht. Er hat versagt. Ich kann mit dir nicht absteigen. Sonst haben wir hier eine ganz, ganz schlimme Überraschung. Wir müssen die wegschießen und müssen die wegschießen. Du bist gleich tot. Das sehe ich ja schon. Und ich schaffe es mit dir auch nicht nah genug ranzukommen, um deinen Kanonenschlag hier einmal richtig treffen zu können. Der hat bislang nicht jede Runde Gegner, nicht jede Runde welche beschworen, ne? Hat er bislang nicht gemacht. Okay, ich werde hier lang gehen und hoffen, dass ich die gleich wiederbeleben kann. Ich werde es wahrscheinlich missen. Ich zeige mich extra nochmal. Dass er sich eventuell auf uns konzentriert und nicht auf John.
Nein, die konzentrieren sich auf John. Bitte beschwör keinen. Nein, warum denn? Warum machst du das? Oh, das kann nicht wahr sein. Wir kommen einfach nicht an die scheiß Königin dran. Das kann doch nicht wahr sein. Ich stand dreimal jetzt vor der Königin und hab's einfach nicht geschafft, auf sie dran zu kommen. Oh, oh. Wir. Nein! Ich schaff's doch nicht mehr. Weil ich so gierig bin, ich Vollidiot. Oh, wieso versauen sie mir jedes Mal? Stirb jetzt. Jetzt sterben! Boah, ey, Kanone frei. Endlich. Okay, mit dir vernichte ich die beiden da hinten. Und dann wird der da noch vernichtet. Okay, für den Rest habe ich dann noch Zeit. Enemy's turn. Löwe könnte es überleben. Könnte. Wird's aber nicht. Doch, wird es! Oh Gott! Okay. Wie machen wir das jetzt? Ich könnte hier auch einfach runterjumpen. Sollte ich, glaube ich, auch. Alter, hier ist doch kein Geländer. Warum kann ich da nicht einfach runterjumpen? Das kann sich dein Ernst sein, dass ich da nicht runterkriege. Nicht runterkommen. Okay, weißt du was? Dann ist mir jetzt auch egal. Okay, zweimal kann ich schießen. Muss aber nur einmal. So, jetzt aber bitte. Speichern und alle aufladen. Dann erledigen wir das jetzt. Es lebt nur noch die Königin. Und da ich von oben nicht runterjumpen kann, was irgendwie total bescheuert ist, weil der Gegner es konnte. Muss ich die gute Dame ja aus nächster Nähe erledigen. Und deswegen ziehe ich erstmal aus nächster Nähe das hier. Habe ich sie überhaupt getroffen? Kam mir nämlich gerade irgendwie nicht so vor. So, ich werde mich einfach an zwei verschiedene Stellen stellen. Dann müssen sich die Explosionsviecher, die sie beschwört, ja entscheiden, wo sie hier langlaufen. Boah, ist das kacke, dass die beiden hier oben sind, ne? Dass man hier noch nicht mal runterspringen kann, ey. Nicht, wenn ich so mache und dann verlasse, dann... Nee, dann springt ja auch wieder hinten raus. Das kann echt nicht wahr sein. Das sind einfach vergeudete Züge hier oben. Kann ich mit ihr eventuell, wenn ich das kaputt schieße? Dann komme ich hier auch nicht weg. Dann bin ich nur mehr Steam. Wow. Naja. Die sind halt das Backup, falls die beiden es da unten tatsächlich nicht schaffen sollten. Ich gebe einfach mal aus, dass die kompetent genug sind, dass die zu zweit mit Full Life diese blöde Monarchin dann voll kriegen. So. Hat sie nämlich alles auf John gekloppt. Und der kann aus der Distanz sogar nochmal draufballern. Wunderbar. So, reicht das vom Abstand her? Reicht. Alles klar. Dann nimm das hier. Und nimm das. Und deine Schwachstelle ist offen. Steht offen. Mission complete. Puh, war ein langer Part, ich weiß, aber dafür haben wir auch ordentlich was geschafft. Victory. 1225 Münzen.
500 brauchen wir noch. Eigentlich hätten wir 3 mehr. Egal. 24 gibt's also noch. Dann haben wir den letzten Boiler. Das heißt noch 6 Level. Queen Ozma must be trapped inside. We've got to help her. Well, let's get in there and stop them. Yes, the four of us can go right now. Hold on, Tin Man. You can't rush in with no plan. But Tiger Lily? You mustn't let your heart rule your head, Dorothy. Good point. My heart's boiling over a bit, actually. Oh, can I see? We'll need details on the palace if we're going to save Her Majesty. I'll tell you what I know, Henry. 8 Level natürlich. So, dein Spielstand wurde gespeichert. Möchtest du fortfahren? Im nächsten Part, lieber. Wir haben jetzt schon mehr als genug gemacht hier. Über 40 Minuten sollte eigentlich nicht passieren, aber bei Codename Steam, naja. Das Projekt ist ja auch eine ganze Zeit lang ausgesetzt, da der New 3DS ein bisschen sich verzögert hatte. Deswegen kann man da, denke ich, auch mal ein bisschen längere Parts machen. Ich sage an dieser Stelle trotzdem mal, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.